Hallo, da sind wir wieder zum Microsoft Cloud Update für diesmal für den Monat Oktober. Wir haben wieder einige News zusammengetragen, also viel Spaß und bis gleich. Ja, da sind wir wieder mit den Microsoft 365 News zum Oktober. Wir haben ein paar Sachen rausgesucht, die interessant sind und wo sich wieder ein bisschen was bewegt. Fangen wir mal an mit Microsoft 365 Themen allgemein. Da ist es jetzt so, dass das Multi-Tenant Admin Center im Rollout ist. Also wurde der Rollout gestartet. Letztlich ist es kein separates Admin Center, sondern man erhält in einem normalen Microsoft 365 Admin Center Funktionen, die einem dabei helfen, mehrere Tenants gleichzeitig zu verwalten. Das ist so ein bisschen Work in Progress. Im ersten Schritt gibt es jetzt einen Tenant-Switcher, mit dem man schnell zwischen mehreren Tenants wechseln kann als Administrator und eine Statusübersicht über alle Tenants, über die man administrative Rechte hat, nennt sich dann All Tenants View und eine Ansicht für Massenaktionen, also Konfigurationsänderungen über alle Tenants, sogenannter Setup View. Und jetzt schon angekündigt, dass es sich in der Entwicklung befindet, ist eine Ansicht, die sich nennt Compare Tenants. Da kann man dann auf einen Blick sehen, wo es Abweichungen in der Konfiguration gibt zwischen den Tenants. Die Autorisierung von Administratoren erfolgt in dem Zusammenhang dann über Azure B2B. Eine weitere Ankündigung im Microsoft 365-Umfeld ist der sogenannte Productivity Score. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist er General Available und wird ausgerollt. Was macht er? Der bietet eine Übersicht über die Nutzung der Microsoft 365-Dienste in der Organisation und kann damit eben auch als Hilfsmittel verwendet werden, um die Adoption-Maßnahmen besser zu steuern. Innerhalb dieses Views kann man dann aus einer allgemeinen Übersicht auch einen Drilldown machen, um genauere Details zu einzelnen Diensten angezeigt zu bekommen. Und aus Datenschutzsicht ist sicherlich interessant, dass man auch natürlich die Möglichkeit hat, die personenbezogenen Daten auszublenden bzw. zu deaktivieren. Marvin, was gibt's Neues im Bereich Office? Ja, danke dir, Adrian. Also wir haben einmal für Outlook, beziehungsweise genauer Outlook Web, einmal jetzt die neue Funktion, dass wir unsere OneNote-Kurznotizen dort auch in der Seitenleiste uns anzeigen lassen können, sodass wir auch aus dem Web heraus direkt darauf zugreifen können. Dann für die Office mobile App, die ja unter anderem Word, Excel, PowerPoint miteinander vereint, in einer App wird jetzt erweitert, dass wir dort auch Formulare erstellen können mit Microsoft Forms. Generell in Excel, um direkt den Bogen zu schlagen, auch auf die Desktop-Variante wieder, gibt es jetzt neue oder eigene Datentypen, die wir verwenden können und dann einzelne Zellen setzen können, um die mit Datentypen dann zu versehen. Und in Microsoft To Do gibt es auch eine kleine Neuigkeit bzw. Ankündigung, dass es da möglich sein wird, die Listen zwischen dem beruflichen und dem privaten Account zu teilen. Ja, kommen wir mal zum Thema Skype for Business. Wird ja immer weniger in letzter Zeit, was es da zu berichten gibt, aber es ist mal wieder eine Ankündigung reingekommen, ne, Florian? Ja, genau. Wie du schon sagtest, es wird immer weniger, aber doch hier gibt es irgendwie mal wieder was Neues. Nächstes Jahr ist Skype for Business online abgekündigt. Jetzt werden die restlichen Funktionen, die noch im Skype for Business Admin Center möglich waren, in dem Legacy-Portal vollständig rübergezogen ins Teams Admin Center. Selbstverständlich kann nicht jeder diese administrativen Einstellungen sehen, sondern nur diejenigen, die den Tenant noch nicht in Teams Only geschaltet haben und bei denen User generell überhaupt noch in einem Koexistenzmodus wie dem Island-Modus beispielsweise arbeiten. Das gibt es zum Thema Skype for Business Online zu sagen. Man merkt, es wird immer weniger. Im
Teams-Bereich gibt es einen Meilenstein zu verkünden. Die Microsoft hat bekannt gegeben, dass jetzt 115 Millionen tägliche aktive Benutzer zu vermelden sind. Das ist eine ziemlich erstaunliche Zahl und man merkt dadurch, dass immer mehr Unternehmen jetzt eben auf Office 365 setzen und die Vorzüge davon genießen. Des Weiteren haben wir im Bereich Teams die Ankündigung, dass Project und Project Roadmap als Registerkarte in Kanälen eingeblendet werden können. Das ist auch etwas, was gefragt war, ist jetzt dann auch verfügbar. To-Do bzw. Planner wird weiter verschmolzen. Wir sehen eben unsere zugewiesenen Aufgaben nun jetzt in einer zentralen, in einer der beiden Apps. Das ist auch ein sehr cooles Feature. Jetzt muss ich nicht mehr zwischen den beiden Apps hin und her springen, sondern kann eben zentral in einer der beiden Apps die zugewiesenen Aufgaben sehen. Aus dem Bereich Teams für die Mac-User unter uns gibt es zu vermelden, dass jetzt auch im Safari 13 Video- und Bildschirmfreigaben verfügbar sind. Das heißt, direkt aus dem Browser heraus, ohne Plugin, ohne Client auf dem Rechner installiert, können jetzt die Besprechungen durchgeführt werden. Ist auch sehr cool. Dann, was wir auch noch im Meeting-Bereich zu verkünden haben, ist, dass, wie schon auf der Ignite angekündigt, die Recordings Zug um Zug Richtung SharePoint und OneDrive wandern. Das kann ich jetzt schon freischalten per PowerShell. Dann wandern die eben nicht mehr in Stream, sondern werden in SharePoint bzw. OneDrive abgelegt und zur Verfügung gestellt, selbstverständlich. Wir haben des Weiteren in Meetings die Meeting-Option freigeschaltet. Das heißt, bislang war es so, wenn ich ein Meeting geplant habe, konnte ich dann bei der Planung eben auch sagen, wie sind meine Meeting-Optionen. Klassisches Beispiel ist der Wartebereich. Da konnte ich eben individuell nochmal einstellen, dass beispielsweise auch Gäste den Wartebereich umgehen können. Das Ganze kann ich jetzt während des Meetings auch einstellen. Das ging eben vorher noch nicht. Wir haben eine weitere Änderung in Meetings, dass der aktive Sprecher hervorgehoben wird. Das heißt, um den Sprecher, der dann gerade aktiv ist, der im Meeting dann auch erkannt wurde, wird ein blauer Rahmen gezogen. Ist einfach nochmal zur Visualisierung ein bisschen besser, gerade jetzt hinsichtlich der immer größer werdenden Besprechungen, gerade wenn wir jetzt über 7x7 Views nachdenken, ist eine Hervorhebung da sicherlich gar nicht mal so verkehrt. Des Weiteren auch wieder etwas, was, denke ich, in großen Meetings guten Anklang finden wird, ist das Spotlight-Thema. Ich kann eben global in einem Meeting eine Person in den Spotlight setzen, also fokussiert darstellen für alle Teilnehmer, sodass diese Personen eben groß dargestellt werden und die restlichen Teilnehmer unten in der Leiste von dem Meeting-Fenster eben in klein. Was wir auch noch in Meetings eben nun machen können, ist, dass wir vermeiden können, dass ich mich entmuten kann, gerade um eben Störgeräusche auszublenden und ich mute mal einen Kollegen, wo es im Hintergrund vielleicht gerade ein bisschen lauter ist, gerade zu Homeoffice-Zeiten kann das ja durchaus mal passieren, kann ich jetzt diesen Mitarbeiter oder Teilnehmer des Meetings eben verhindern, sich wieder zu entmuten. Nicht nur auf der Client-Seite haben wir Neuerungen, sondern auch in der Videokonferenz-Seite bekommen wir Neuerungen in dem Teams Room System. Da haben wir zum einen auch diesen Spotlight-Support bekommen. Das heißt, ich kann den Spotlight auch direkt am Videokonferenzsystem einschalten oder auch ausschalten. Und darüber hinaus habe ich eine weitere Funktion dazu gewonnen. Und zwar, ich kann alle Teilnehmer über das Videokonferenzsystem direkt muten. Das sind so die Neuerungen, die wir aus dem Teams-Bereich haben. Was wir noch dazu haben, ist das Feature NDI. Dazu, Adrian, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren. Haben wir jetzt ein paar Erfahrungen damit gesammelt. Ja, genau. NDI ist die Abkürzung von Network Device Interface und ist ein Standard, der bisher eher im Broadcast-Bereich Anwendung findet. Gab es auch früher schon oder gibt es schon länger für Skype. HDX ist da, meine ich, das Stichwort. Und
Was macht das? Ja, letzten Endes, wenn man das Feature aktiviert hat in seinem Tenant und dann auch jeweils in einem Client, dann werden die einzelnen Videosignale von einem Skype-Meeting ausgeleitet als NDI-Stream und können weiterverwendet werden, beispielsweise in OBS Studio oder anderen Tools, die eben den NDI-Standard unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Kameras, die nativ NDI unterstützen, sodass ich halt ja, Videokameras auf dem Weg übers Netzwerk direkt in Teams, in Meeting oder in Live-Event als Quelle einbinden kann. Das ist eine ziemlich spannende Sache. Auf jeden Fall cool, dass das jetzt unterstützt wird und öffentlich verfügbar ist und ja, eben nicht nur in der Closed Preview, die ja schon, ich meine, Ende letzten Jahres gestartet war. Jetzt kann es im Prinzip jeder nutzen. Ja, Marvin, du hattest was noch zu Teams Education. Genau, gerade auch in der Corona-Zeit gibt es natürlich viele Schulen, die jetzt auf Online-Kurse umsteigen und auch die möchten wir natürlich unterstützen. Deswegen hatte ich mich da auch nochmal ein bisschen tiefer mit auseinandergesetzt und da gibt es jetzt eine Neuerung, beziehungsweise gibt es eigentlich schon länger, aber ein Neuerungen-Update dafür ist der Make-Code, der integriert ist in Microsoft Teams for Education und ja, womit es möglich sein wird oder womit es möglich ist, No-Code-Lösungen für Kinder spielerisch ja, zu erlernen, beizubringen. Das wurde jetzt einmal optimiert, dass jetzt auch ein Lautsprecher und Mikrofon angebunden werden kann und ein stärkerer Prozessor mit drin ist. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einmal kurz. Deswegen gebe ich jetzt hier einmal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, ihr könnt dann hier schon eine Aufgabe sehen von Microsoft Teams. Und genau, also ich bin jetzt hier gerade als Lehrer angemeldet, kann jetzt hier eine Hausaufgabe zum Beispiel erstellen. Und wenn ich jetzt hier auf Ressource hinzufügen klicke, gibt es hier zum Beispiel im Bereich Make-Code, wo ich dann zum Beispiel im Lego Mindstorm Arcade verschiedene Sachen als Simulator dann hinzufügen kann und die Schüler das dann ausprobieren können. Und wie jeder gute Fernsehkoch habe ich das auch einmal vorbereitet. Wie wir es einmal sehen, hier auf der linken Seite lädt es jetzt gerade noch nicht. Da sollte eigentlich der Simulator dann auch erscheinen. Und ja, ich habe dann hier die Möglichkeit, auf meine Informationen zuzugreifen, habe dann hier die Möglichkeit, mit so Bauklötzen das Ganze wirklich ohne Code komplett zu schreiben. Wer es aber möchte, kann dann hier auch auf JavaScript oder Python zurückgreifen, um dann auch in dieser Sprache seinen Microbit-Controller, seinen Make-Code-Controller zu schreiben. Wie gesagt, Ganze komplett ohne Code möglich und kann dann auch so genutzt werden im Unterricht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Hätte ich mir damals auch schon gewünscht, so Code lernen zu können. Aber kommen wir mal von No-Code zu Low-Code, der Power-Plattform in Microsoft. Da gab es ja auch wieder ein paar Ankündigungen. Allerdings die erste Ankündigung geht eher an die Code First, also an die Entwickler unter uns. Dort gibt es jetzt die Custom API in der Preview, dass wir da ja, drauf zugreifen können, können uns das angucken, was auf der Ignite vorgestellt wurde. Für die Commentator Service Personen, Leute unter uns, gibt es jetzt auch eine neue Search API, sodass wir da auch ähnlich wie man das aus Bing oder Google kennt, wenn ich in eine Suchmaschine etwas eingebe, kriege ich dann zum Beispiel Vorschläge oder Autocomplete für die Fragen, die ich dann stelle. Im Power Automate-Bereich sind jetzt neue AI-Bilder, Funktionalitäten general available, dass wir die ausprobieren können. Und ja, Rezeptverarbeitung ist jetzt in der Preview. Also heißt, ich kann zum Beispiel kleinere Rechnungen oder sowas, also von Tankstellenquittungen oder ähnliches, direkt auch darüber einscannen. Und die neuen Data Loss Prevention Funktionalitäten sind nun auch GA, sodass wir da auch die Möglichkeit haben, einzurichten, welche Konnektoren dürfen miteinander verwendet werden, welche sind Business, welche sind blockiert, welche sind nicht Business und haben dann so die Möglichkeit, das Ganze da auch zu kontrollieren. In Power BI gibt es noch ein paar Neuigkeiten, dass wir jetzt einmal die Möglichkeit haben, die Power BI Premium per User Lizenz
gekommen ist, in der Public Preview zu testen. Dafür kann man sich dann bewerben und nach einiger Zeit wird dann auch der Tenant dafür freigeschaltet, dass man das ausprobieren kann. Und die Möglichkeit, eigene Visuals zu personalisieren. Also heißt, wenn ich einen Bericht aufhabe, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte lieber ein Liniendiagramm als ein Balkendiagramm haben und kann das Ganze nochmal für mich persönlich anpassen. Soweit aus der Power-Plattform im Überflug. Deswegen nochmal zurück an Adrian für SharePoint und OneDrive-Themen. Ja, hat Microsoft in verschiedenen Bereichen jetzt geliefert. Auf der Ignite wurde ja angekündigt, dass Project Syntax, also auch eine Lösung, die so aus dem Bereich AI-Bilder, Machine Learning kommt, jetzt als Add-on seit Oktober zu lizenzieren ist für SharePoint. Und ja, das ist auch der Fall. Lizenz kann gebucht werden und man kann dann eben mit Project Syntax sich ja Lösungen im SharePoint-Umfeld bauen, um beispielsweise Dokumente auszuwerten und Metadaten im SharePoint automatisch zu füllen. Ein neues Webpart gibt es auch, und zwar das Organization Chart Webpart, um eben Organisationsstrukturen auch auf Webseiten, also auf SharePoint-Seiten einbinden zu können, abseits der MySite, wo es das ja auch schon früher gab. Für Microsoft Lists stehen jetzt die ersten Governance-Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise kann administrativ festgelegt werden, ob private Listen erstellt werden dürfen und welche Templates eigentlich zur Auswahl stehen. Angekündigt wurde in dem Umfeld eine Funktion, die ich auch schon vermisst habe beim Arbeiten mit Lists, nämlich das Kommentieren von Einträgen. Das soll also demnächst dann auch in Lists zur Verfügung stehen, ähnlich wie man es vielleicht aus Planner heraus kennt. Im Exchange-Umfeld wurde ja auch auf der Ignite angekündigt, dass es jetzt über den Hybrid Configuration Wizard die Möglichkeit geben soll, mehr als einen Tenant anzubinden. Die Funktion steht jetzt auch zur Verfügung. Im Security-Umfeld gab es auch ein paar interessante Sachen, nämlich zum einen fürs Advanced Auditing gibt es jetzt neue Kriterien für die Suche oder das Auditing selbst eben, nämlich die Aktion Mail weitergeleitet bzw. Mail gesendet und es ist möglich, genauer nach Terminen zu suchen, also in Exchange oder auch im SharePoint. Durch die Umstellung des Speicherorts für Meetingaufzeichnungen in Teams, also wenn man das schon umgestellt hat auf SharePoint und OneDrive, besteht dann jetzt auch die Möglichkeit, Aufbewahrungsrichtlinien automatisch anzuwenden. Das ist ja zum Beispiel auch dafür, dass dadurch, dass der Speicherort geändert wurde, eben Funktionen extrem schnell bereitgestellt werden konnten, weil die eben für SharePoint und OneDrive schon ja, fertig entwickelt waren und verfügbar. Das war es von uns für den Monat Oktober, so die spannendsten Themen, die wir eingesammelt haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.